Willkommen zurück beim Drug Dealer Simulator, wo wir uns gerade auf den Weg machen wollten, ein bisschen Kohle abzuholen und eine kleine Lieferung haben wir. Also klein ist gut. So klein ist sie gar nicht. Aber die ist auch gleich da drüben. Also wir haben keinen allzu weiten Weg. Und dann können wir hier wieder unbehelligt rumrennen und uns anhalten lassen, weil es egal ist. So, 23 Kokain. Viel Spaß damit. Dann gibt es da drüben Geld. Nehme ich natürlich gern. Moin. So, schön unauffällig. Dachchen, hallo. So, bei Eddie in der Nähe. Ich renne jetzt trotzdem, ich habe ja eh nichts dabei. Was wollen sie machen? Alter, haben die jetzt alle einen Hund dabei? Was ist denn mit denen? Das ist mies nicht cool. Ich meine, gut, er ist alleine mit dem Hund. Also geht ja vielleicht auch bloß Gassi. Hier, die nächsten mit Hund. Drei Streifen, alle mit Hund. Das ist nicht gut. Ganz, ganz schlechtes Zeichen. So, hier nochmal Geld. Ah, dürfte reichen, um unseren Freund zu bezahlen und dann können wir gleich wieder bestellen. So, hier haben wir mal eine Streife ohne Hund. Wie ungewöhnlich. So, haben wir sogar noch einen Tausender übrig. Sehr angenehm. Dann würde ich sagen, wir packen mal wieder alles Geld, was wir jetzt so übrig haben, in den Aktenkoffer, den wir dann irgendwann, wenn er voll ist, halt aufs Konto überweisen. So, schmeiße ich das hier mal auf den Boden, den Rucksack auch mal kurz weg. Achso, warte doch, ich will alles. Siebeneinhalbtausend. So, was haben wir hier alles? Geldlieferung, machen wir gleich. Ich würde jetzt wieder durchschauen, was wir alles bestellen müssen. Und konzentriere mich dabei. Ja, eigentlich kann ich auch bloß das Meth bestellen. Wir brauchen 335. Und hier. Warte, das ist in der Mail ein bisschen detaillierter. Wo haben wir ihn denn? Hier. 1120. So, das heißt, wir bestellen einmal 455. Ist ja lässig. So, Kokain brauchen wir. Ich meine, kriege ich jetzt eh nicht voll, aber wie viel bräuchten wir denn? 771. Um das mal voll zu machen. So, jetzt bestellen wir nochmal. 1 Kilo. Weißt du was? Bevor ich jetzt wieder ewig rumteste, wir haben noch 8.305. Und 1 Gramm kostet 25. Also können wir 332 Gramm bestellen. Sehr gut. Dann kommen wir hier auch langsam unserem Ziel näher. Hm. 10 Gramm Heroin. Easy. Das haben wir gelesen. So, 10 Gramm Heroin. Dankeschön.
Ab zu den Isan Slums. Und hier bekommen wir Kohle, ne? Genau. Von der netten Anetta. Hier hinterm Haus. Dankeschön, natürlich möchte ich mein Geld. Haut ab. Geht einfach weg. Mann, ich will da langlaufen. Verschwindet. Eastern Slums. Also wieder hinten rum. Klar. Wie auch sonst. Alter, wo kommt sie denn her? Schaffe ich das, die zu überholen? Ja. Schaffe ich. Klar, weil ich Profi bin. Gott, ich muss jetzt ganz schön rennen für dich. So, bitteschön. Dann haben wir das. Bräuchten wir eigentlich schon wieder Bestellungen? Wir können natürlich auch noch nach unserem Pflänzchen schauen. Aber Bestellungen wären mir jetzt eigentlich schon lieber. Ich brauche halt Kohle. Das ist relativ dringend. Das ist halt leider aktuell wirklich noch absolut unmöglich. Ich meine, ich habe ja Tarnkappe. Es kann sein, dass sie nichts finden. Ich weiß was, ich probiere das einfach mal. Ich speichere diesmal vorher, ob das überhaupt klappen kann. 2 Gramm. In die Hosentasche. Hier einmal speichern. Und wenn das fertig ist, versuchen wir mal so über die Grenze zu laufen, ob er das findet oder nicht. Sonst lade ich einfach. Es wäre natürlich schön, sich da drüben auch mal einen gewissen Ruf aufzubauen. So, mal sehen, ob das was wird. Drücken wir die Daumen. Ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er nichts findet. Und das ist auch eine kleine Menge. Natürlich. Also lade ich. Das wird nichts. Also ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll. Tarnkappe bringt anscheinend nicht viel. An den Illusionist war es. Das war gar nicht Tarnkappe. Schade. Wäre ja cool gewesen. Dann gebe ich das einfach irgendjemand anderen. Wer auch immer so rumläuft. Oder ich warte kurz, weil ich kriege gleich noch eine Mail. Weiß ich ja noch. So. Hier nämlich. Two Towers. 2 Gramm Heroin. Gerne doch. Da gibt's Kohle. 2 Gramm Heroin. Die Ecstasy gebe ich jetzt einfach irgend so einem random Dude. Ich komme halt mit dem Stoff nicht über die Grenze. Und wegen 2 Gramm, ganz ehrlich, da wäre es echt bescheuert, $350 zu zahlen. So ein Blödsinn muss ich halt wirklich nicht machen. Vielen Dank für nahezu nichts. Dann Two Towers. Ist aber wieder auf der anderen Seite, ne?
So, komm mal her. Komm, komm schnell. Muss schnell gehen. So, haben wir das weg. Und die nächsten Mails. Aber bald müssen wir auch nach unserem Pflänzchen sehen. Die sollen ja schön wachsen und gedeihen. So, Two Towers Kohle. Und dann gehen wir gegebenenfalls mal ein bisschen gießen. So, ich kann ruhig rennen, denn ich habe nichts dabei. Dankeschön. Na, immerhin 2000 Dollar. 4000 haben wir wieder. Ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Und jetzt bekommen wir halt wirklich in einer Tour eine Mail. Keine ruhige Minute mehr. So, wie schaut's aus? Zum Glück immer noch bloß eine Einheit. Dann reichen nämlich unsere Wasserflaschen. Und doch schon 31% Wachstum. Das ist sehr angenehm. So, hier mal schauen, dass ich nicht aus Versehen was ausgelassen habe. Nee, war ich sehr gründlich. Wie immer. So, dann sind die wieder voll und wir können uns unserem Tagesgeschäft widmen. Unserem Pflänzlein geht es ja auch sehr gut. So, was liegt an? Ist es Kohle? 23 Heroin sollten wir hinbekommen. Ah, sehr gut. Wir haben einen neuen Dealer. Ted Alvarez. So, 23 Heroin, das bekomme ich natürlich hin. Habe ich gelesen. Gramm Heroin sollten wir eigentlich auch noch vor der Sperrstunde schaffen. Wie spät ist? 7:30. Das heißt, wir haben noch 1,5 Stunden. Gut. Ingame, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, klar. So, 23 Gramm Heroin. Ja, das mit der anderen, da tut mir halt wirklich leid. Wir brauchen da drüben eine Bude und müssen da mal ein bisschen was auf Vorrat machen. Vielleicht von allem irgendwie mal erstmal 100 Gramm, weil so viel ist es ja da drüben dann doch nicht. 2 Gramm F nehme ich ja auch mit. So. Okay, beides da hinten. Einmal hier und dann Instinkt. Nimm bitte schön. Komme ich hier gerade sauber zu Stink? Ja. Ich meine, ich möchte mir zwar eigentlich wieder dieselbe Bude auf der anderen Seite der Grenze mieten, aber die wurde uns inzwischen schon zweimal stillgelegt. Und das ist halt überhaupt nicht cool. Ah, unser alter Freund hier. Bitteschön. Ist wohl den Monat knapp bei Kasse. Ut, 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 ut.
Vielleicht bieten wir uns hier einfach schon mal an. Rein theoretisch, ich könnte von allem schon mal 100 Gramm rüberbringen. Das wäre nicht das Thema. Leisten könnte ich es mir. So, eine Stunde noch. 26 Koks. Mache ich dir. So, das ist, keine Ahnung, wo das ist. Hier drüben. So, nicht, dass die sich das kurz anders überlegen und doch nicht weiterlaufen. So, wie schaut's hier aus? Schon wieder die nächste Mail. Das geht halt einfach immer so schnell. So, das Zeug mal schnell loswerden. Hammer. Warte, ich kann auch hier mal kurz am Laptop schauen, ob das Geld ist oder eine Lieferung. Hier ist ja noch alles da. So für den Notfall. Meth, 33 Gramm, hole ich dir. Vielleicht schaffe ich das auch noch in der Zeit, in der wir safe sind. Ja, was denn? Kann ich Ihnen helfen? Aber natürlich, hier, kein Stress und so. Dankeschön. Man sieht sich, ne? Ich fall da jedes Mal drauf rein. So. Wollen wir mal. Sag mal, müsste jetzt nicht hier die andere kleine Lieferung langsam mal zum Misserfolg werden? Einfach nur, damit es halt weg ist. So, was? Achso, warte, das ist ja hier eh falsch. Hier müsste ich ja wenn dann gucken. Organizer, 33 Meth. Meth geht hier mit am besten, muss ich sagen. So, wo muss das hin? Möbelgeschäft. Sollte ja machbar sein. Komm, wenn ich noch im Haus bin. Ich hasse zwar jedes Mal, gerade Trennstein, weiß ja, das geht doch echt auf die Beine. Aber wenn wir doch noch hier sind, nochmal 30 Meth. Also das Meth geht wirklich gut. Wenn wir mit dem Koks mal fertig sind, mache ich hier fette Bestellungen nur mit Meth an, mit Methamphetamin. Keine Ahnung, vielleicht mal 3 Kilo oder so. Okay, es ist beides in diese Richtung. Scheint gerade halbwegs sauber zu sein. Okay, einer ist dann drüben im Kennel und der andere ist nämlich genau hier. In der Ecke. So, du bekommst 33 Gramm. Beste Ware, ganz klar. So wie man es von mir eben erwartet. So, dann hier über den Erdhaufen. Bitteschön. Haben wir das auch erledigt. Ja, und da komme ich halt nicht hin. Da müsst ihr schon hier über die Grenze. So ein Mist. Okay, ich sollte schnell nach Hause. Uns läuft die Zeit davon. Nicht, dass ich hier wieder erwischt werde und dann ist die ganze Nacht rum. Okay,
Okay, Anhängerreifen, Two Towers. Das war auch die Mail, da brauche ich nicht schauen. Schaffe ich in der Zeit zwar nie. Aber ich muss mich eben beeilen. Okay, die sehen mich anscheinend gerade nicht. Ich versuche mal schnell hier hinten in unser Versteck zu kommen. Keine Ahnung, ob das was wird. Oh, und wir haben noch nicht alles eingepackt. Das ist nicht gut. Aber hier finden sie uns zumindest nicht. Da waren plötzlich so viele. Ich dachte, ich krieg das schneller eingesammelt. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. So, haben wir das erledigt? Jetzt müssen wir da nur nochmal hinkommen. Aber diesmal eben unbemerkt. Da rennen sie noch. Okay, hier ist gerade ganz schön was los. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Wo sind sie denn alle? Hier scheint die Luft mal gerade halbwegs rein zu sein. Okay, ich dachte gerade, da wären welche. So, das haben wir. Jetzt ganz schnell nach Hause. Hui, das war sehr, sehr riskant. So, haben wir denn alles? Hier ein bisschen Coca. Noch ein bisschen Coca. Und noch ein bisschen. So, langsam füllt sich das. Sehr gut. Hier haben wir Meth. Das Ding kriegen wir jetzt natürlich nicht wieder voll. Schade eigentlich. Also wir kriegen es mal kurzzeitig voll, aber das ist nicht auf Dauer. So, 56 mal 20 Gramm kann ich vermutlich sowieso nicht einstecken. Ich müsste ein bisschen Bargeld in die Hosentasche packen. Und den Rest mal so lange hier rein. Und dann packen wir das hier schnell ab. Ich hoffe, das klappt. 20 mal 50. Jetzt hier nochmal 6. Okay, passt zum Glück rein. So, dann würde ich sagen, bringen wir das in der nächsten Folge über die Grenze und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.